Unser Sonnensystem befindet sich in einer gigantischen kosmischen Blase. Wie sieht die genau aus und wie ist sie entstanden? Das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt unbedingt dran. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dann zeigt der YouTube-Algorithmus dieses Video noch mehr Menschen an. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Unser Sonnensystem ist ein Teil der Milchstraße. Da erzähle ich euch bestimmt nichts Neues. Wir sind eins von mehreren hundert Milliarden, nach einigen Schätzungen sogar bis zu 1 Billion Sternsystemen in der Galaxis. Und wir befinden uns ganz am Rand der Milchstraße. Wir sind also eine galaktische Randerscheinung. Sorry Leute, ihr seid nicht der Mittelpunkt des Universums. Die Galaxis ist durchzogen vom interstellaren Medium, eine Mischung aus Staub, Gas und kosmischer Strahlung. An einigen Stellen verdichtet sich das interstellare Medium zu gut sichtbaren Molekülwolken, wie beispielsweise dieser hier, die einst ein Teil des Carina-Nebels war und sich dann abgetrennt hat. Ich sage jetzt mal nicht, wonach dieser Nebel aussieht. Falls ihr es erkennt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Jedenfalls befindet sich unser Sonnensystem in einer Art Aussparung des interstellaren Mediums in der sogenannten lokalen Blase. Sie wurde erst vor wenigen Jahrzehnten durch eine Kombination aus optischer, Radio- und Röntgenastronomie entdeckt und nach fand man heraus, dass sie eine riesige Region darstellt, die etwa 10-mal weniger dicht ist als das durchschnittliche interstellare Medium in der Milchstraße. Eine riesige Hülle, in der unser Sonnensystem drin ist. Da werden jetzt einige von euch sagen, das erinnert mich an die Heliosphäre. Sehr guter Einwand. Wo ist der Unterschied zwischen der lokalen Blase und der Heliosphäre? Die Heliosphäre ist ebenfalls eine Hülle um unser Sonnensystem herum, aber sie ist viel, viel kleiner. So klein, dass sogar schon von Menschen gebaute Objekte sie verlassen haben, namentlich die Voyager-Sonden, die jenseits der Heliosphäre durch den interstellaren Raum düsen. Innerhalb der Heliosphäre verdrängt der Sonnenwind, also ein Partikelstrom, der von der Sonne ausgestoßen wird, das interstellare Medium nahezu komplett. Man könnte also sagen, dass die lokale Blase ein Enklave innerhalb des interstellaren Mediums ist und die Heliosphäre eine Enklave innerhalb der lokalen Blase. In der lokalen Blase ist das interstellare Medium weniger dicht, in der Heliosphäre ist es fast vollständig verdrängt. Aber was sind denn jetzt die großen News zur lokalen Blase, die ich euch angekündigt habe? Einem Team von Forschern des Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics ist es gelungen, die Blase so genau zu kartografieren wie noch nie zuvor. Und sie fanden heraus, dass unsere lokale Blase eng verbunden ist mit heftigen Explosionen von riesigen Sternen. Aber immer der Reihe nach, es ist gar nicht so einfach, etwas über eine Struktur herauszufinden, in der man drin ist. Stellt mal vor, ihr wollt etwas über die Ausmaße eures Hauses herausfinden, könnt aber die Küche nicht verlassen. Ich kann die Küche nicht verlassen, aus ominösen Gründen. Aber immerhin ist das der Raum mit der Kaffeemaschine. Gar nicht so schlecht eigentlich. Um dennoch etwas über die lokale Blase herauszufinden, nutzten die Forscher Daten des Gaia-Weltraumteleskops. Dieses Weltraumteleskop dient der Kartierung der Positionen und Bewegungen von Sternen in unserer Milchstraße mit der bislang mit Abstand höchsten Präzision. Sie erstellten anhand der Gaia-Daten eine Karte des Gases und der jungen Sterne im Umkreis von etwa 650 Lichtjahren um unser Sonnensystem herum. Und das brachte schon mal eine interessante Erkenntnis. Sie fanden heraus, dass sich alle jungen Sterne, also Sterne, die erst so ein paar hundert Millionen Jahre alt sind, was für Sterne noch jung und knackig ist, und alle Sternentstehungsgebiete an der Oberfläche der lokalen Blase befinden. Die Erklärung dafür ist spektakulär, denn innerhalb unserer Blase muss es einst jede Menge Supernova-Explosionen gegeben haben. Wenn sich eine Supernova nach außen ausdehnt, komprimiert sie das Material, in das sie expandiert, und schiebt es verdichtet immer weiter nach außen. Dadurch entstehen dichte Ansammlungen von molekularem Gas am Rand des Ausdehnungsgebiets, die im interstellaren Medium schweben und dann unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Wenn dichte Gasnebel kollabieren, entstehen neue Babysterne.
Also durch Supernova-Explosionen wurde das interstellare Medium in bestimmte Bereiche zusammengequetscht, wodurch ein riesiger Leerraum entstanden ist, unsere lokale Blase. Stellt euch mal vor, ihr würdet innerhalb einer Gesteinsschicht eine Bombe zünden, was man halt so macht, wenn man Langeweile hat. Dann entsteht innerhalb des Gesteins ein Hohlraum und am Rand wird das Gestein zu einer dichteren Schicht zusammengepappt. Das ist genau der Prozess, aus dem unsere lokale Blase entstanden ist. Die Forscher konnten anhand der Gaia-Daten aber noch viel mehr Details über die Entstehung der lokalen Blase zurückrechnen. Sie fanden heraus, dass die Geschichte der Blase vor etwa 14,4 Millionen Jahren begann, zunächst mit einer Periode der Sternentstehung, gefolgt von vielen Supernovae massereicher, kurzlebiger Sterne. 14,4 Millionen Jahre ist im kosmischen Maßstab gar nichts, quasi nur ein Augenblick. Unsere Galaxis ist wohl schon über 10 Milliarden Jahre alt. Das Team hat errechnet, dass die Blase durch ungefähr 15 Supernovae über diesen Zeitraum von 14,4 Millionen Jahren entstanden ist. Und die Blase dehnt sich immer noch nach außen aus mit einer Geschwindigkeit von etwa 6,7 Kilometern pro Sekunde. Wäre man gut in Mathe, könnte man jetzt also ausrechnen, wie viel die lokale Blase gewachsen ist, seitdem dieses Video begonnen hat. Bleibt noch eine große Frage. Warum ist unser Sonnensystem ausgerechnet im Zentrum der lokalen Blase? Die Antwort: Das ist reiner Zufall. Wirklich? Ja, wirklich. Und zu erklären ist das mit der Bewegung unseres Sonnensystems durch die Galaxis. Unser Sonnensystem rast um das Zentrum der Milchstraße mit, und jetzt gut festhalten, einer Geschwindigkeit von 900.000 Kilometern pro Stunde. Da kann einem schon mal ein bisschen schwindelig werden. Wir benötigen 225 Millionen Jahre einmal um das Zentrum der Milchstraße herum. Das bezeichnet man als ein galaktisches Jahr. In dieser kleinen Animation hier seht ihr die Bewegung der Sonne um das galaktische Zentrum, wobei der gelbe Punkt unser Sonnensystem ist und die roten unsere Nachbarsterne, die sich ganz ähnlich bewegen. Das heißt, am Anfang dieses galaktischen Jahres begann gerade erst das Zeitalter der Dinosaurier. Durch diese Bewegung ist unser Sonnensystem in die lokale Blase hineingeschlittert. Der Physiker und Astronom João Alves von der Universität Wien beschreibt es so: Als die ersten Supernovae, die die lokale Blase erzeugten, ausbrachen, war unsere Sonne weit vom Geschehen entfernt. Aber vor etwa 5 Millionen Jahren führte der Weg der Sonne durch die Galaxie genau in die Blase, und jetzt sitzt die Sonne, nur durch Zufall, fast genau im Zentrum der Blase. Man könnte also sagen, dass unsere Sonne in eine explosive Filterblase abgedriftet ist. Vielleicht sollte das BKA mal ihren Telegram-Chat überwachen. Ziemlich komischer Zufall, dass ausgerechnet unser Sonnensystem in das Zentrum der Blase hineingewandert ist, oder? Irgendwie ja. Außer die Milchstraße wäre voll mit solchen Blasen. Und genau das ist das Ergebnis, das das Forscherteam aus der Studie zieht. Sie sagen, dass unsere Galaxis wie eine Art Schweizer Käse aufgebaut ist. Warum geht es in meinen Videos eigentlich immer nur ums Essen? Ich habe Hunger. Überall in der Galaxis befinden sich riesige Löcher, riesige Blasen im interstellaren Medium. Eben überall dort, wo es zu vielen Supernova-Explosionen gekommen ist und das interstellare Medium verdrängt wurde. Und unsere lokale Blase ist eben nur eine davon. Wenn man sich die Milchstraße also komplett mit Blasen durchlöchert vorstellt, dann erscheint es plötzlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass unser Sonnensystem auf seiner galaktischen Wanderung eben in das Zentrum einer solchen Blase hineingetrieben wurde. Vielleicht würde es in einigen Millionen Jahren diese Blase verlassen und eine neue erreichen. Am Wochenende war ich im Planetarium Stuttgart und habe dort einen galaktischen Vortrag gehalten. Grämt euch nicht, wenn ihr nicht dabei wart. Ich habe den Vortrag nämlich für euch aufgenommen. Klickt unbedingt mal auf das angezeigte Video, lehnt euch zurück und lasst euch von mir auf eine Reise durch Raum und Zeit mitnehmen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, freue ich mich außerdem sehr über ein Abo für meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch die zukünftigen Videos nicht mehr und schaut gerne auch mal in meinem Weltraumshop vorbei für nerdige Shirts und Tassen und so weiter. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!